Hallo zusammen. So, jetzt sind wir soweit, dass wir den endgültigen Schluss ziehen können aus Nagels bisherigem Gedankengang. Nochmal kurz zur Vergegenwärtigung. Wie sieht eigentlich sein Argument aus? Wir haben unsere vier Prämissen. Erste Prämisse: Materialismus. Also alles besteht aus Materie. Es gibt keinen Unterschied zwischen belebter und unbelebter Materie. Also es gibt nur die eine Art von Materie für alles, was existiert. Auch psychische Eigenschaften von Lebewesen müssen demnach irgendwo in der Materie ihre Basis haben. Prämisse Nummer zwei, keine Reduktion. Auch das kennen wir mittlerweile zur Genüge. Psychische Eigenschaften können nicht einfach auf physische Eigenschaften von Lebewesen reduziert oder damit identifiziert werden. Also keine physische Eigenschaft ist zugleich eine psychische Eigenschaft. Also beispielsweise, wenn ein so und so beschaffener Zustand Ihres Gehirns auftritt, immer dann, wenn Sie Erdbeeren essen, dann ist dieser Hirnzustand nicht dasselbe wie Erdbeergeschmack. Der Hirnzustand selbst ist einfach nur ein physischer Zustand Ihres Gehirns, der schmeckt nach nichts. Selbst wenn Sie am Gehirn lecken würden oder so etwas, wenn jemand in diesem Hirnzustand ist, Sie würden keinen Erdbeergeschmack wahrnehmen. Also der physische Zustand des Hirns und der psychische Zustand, es schmeckt nach Erdbeere, sind nicht das gleiche. Prämisse Nummer drei, der Realismus. Psychische Eigenschaften sind real und sie sind Eigenschaften des Organismus, nicht von irgendetwas anderem. Also sie existieren wirklich in der realen Welt. Ich bin es, der Rückenschmerzen hat oder so etwas und ich bin nicht verschieden von meinem Körper. Also wenn dieser Körper hier Rückenschmerzen hat, dann bin ich es, der die Rückenschmerzen hat. Ich bin real und diese Eigenschaft, Rückenschmerzen zu haben, ist auch eine reale Eigenschaft von mir. Vierte Prämisse, keine Emergenz. Also alles, was existiert, muss einen zureichenden Grund haben. Nichts geschieht einfach so. Das ist ein Kausalprinzip, das Nagel hier vertritt. Also es sagt uns etwas über die Gültigkeit des Kausalitätsgesetzes. Und mit diesem Kausalprinzip wird jetzt ausgeschlossen, dass, ja, wie eben schon gesagt, Dinge einfach so passieren können. Also nichts tritt ohne eine zureichende Ursache in die Existenz. Wenn man jetzt alle diese vier Dinge zusammennimmt, sagt uns Nagel, dann folgt daraus der Panpsychismus. Also daraus folgt die These, alle Dinge, alle materiellen Dinge, belebt oder unbelebt, haben psychische Eigenschaften. Warum nochmal? Das Argument nochmal kurz skizziert. Psychische Eigenschaften sind real und sie sind irreduzibel, also sie sind keine Illusion. Psychische Eigenschaften, mentale Zustände, sind etwas Echtes. Und als solches muss die Existenz dieser psychischen Zustände prinzipiell erklärbar sein. Aber sie ist eben nicht erklärbar, das sagt uns jetzt die Prämisse Nummer zwei, nicht erklärbar durch eine Reduktion auf das Physische. Wenn sie jetzt allerdings real sind und nicht reduzierbar sind, dann müssen sie trotzdem in irgendeiner Weise aus der physischen Beschaffenheit eines Wesens hervorgehen. Also es muss irgendwo in der materiellen, in der physischen Konstitution eines Lebewesens den Grund dafür geben, oder sagen wir mal die Grundlage dafür geben, dass dieses Lebewesen psychische Zustände hat. Irgendetwas muss der Grund dafür sein, dass die unbelebte und unbewusste Materie, die ein Käsebrötchen oder sowas ausmacht, Leben und Bewusstsein annehmen kann, wenn sie neu arrangiert wird. Also was passiert, wenn Sie ein Käsebrötchen essen? Da haben Sie eine bestimmte Ansammlung von Materie in Käsebrötchenform. Die wird von Ihrem Körper als einem biologischen Organismus neu sortiert, verarbeitet, neu arrangiert. Also im Prinzip macht Ihr Körper nichts anderes, als die Atome des Käsebrötchens irgendwie anders in seinen Körper einzubauen. Trotzdem, das Käsebrötchen hat keine bewussten Zustände, Ihr Körper hat bewusste Zustände. Also irgendetwas muss mit dieser Materie passiert sein, das dazu führt, dass die Materie jetzt, wo sie Teil Ihres Körpers geworden ist, psychische Zustände hat. Nur was ist das? Es muss einen Grund also geben. Es muss einen Grund geben für die Existenz der psychischen Zustände. Denn, das sagt die Prämisse Nummer 4, nichts entsteht einfach so ohne Grund. Die einzige These, sagt uns jetzt Nagel, die vereinbar ist mit diesen vier Prämissen, das ist der Panpsychismus. Warum?
Nun, wir brauchen für den Panpsychismus nicht mehr als die Materie, um das Psychische zu erklären, weil die Materie an sich ja bereits psychische Eigenschaften hat. Also wir müssen nicht noch irgendwas Extras einführen, keine immaterielle Seele, kein dualistisches Prinzip oder so etwas. Wir haben die Materie und mehr brauchen wir nicht, um die psychischen Eigenschaften der Materie zu erklären. Ganz einfach, weil Materie psychische Eigenschaften hat. Wir können aber auch akzeptieren, also in Bezug auf Prämisse 2, wir können auch akzeptieren, dass der Reduktionismus falsch ist. Psychische Eigenschaften müssen nicht reduziert werden auf irgendwas, sie sind fundamental. Das heißt also, sie gehen nicht aus irgendwelchen anderen Eigenschaften hervor, die Materie haben könnte, sondern sie kommen der Materie einfach so per se, also dadurch, dass sie Materie ist, zu. Materie hat ganz einfach diese Eigenschaft, psychisch zu sein. Und das heißt auch, zu Prämisse Nummer 3, psychische Eigenschaften sind real. Sie sind genauso real wie die Masse oder die Farbe oder die Form eines Materiestücks. Also genauso wie ein Stück Materie eine bestimmte Masse hat oder eine bestimmte Form hat, so hat es auch einen psychischen Zustand. Und zu Prämisse Nummer 4, sie emergieren nicht. Psychische Zustände emergieren nicht, das heißt, wir brauchen auch keinen zureichenden Grund. Es ist ja nicht so, dass psychische Eigenschaften irgendwann entstehen. Also die Materie hat nicht zu dem einen Zeitpunkt keine psychischen Eigenschaften. Dann passiert irgendetwas und sie hat psychische Eigenschaften. Denken Sie an das Käsebrötchen, das in meinen Körper integriert wird. Und irgendwie muss dieser Übergang von nicht-psychische Zustände zu psychische Zustände erklärt werden. Nee, es gibt ja gar keinen solchen Übergang. Das Kausalprinzip, von dem der Nagel gesprochen hat, das sagt ja nur, nichts entsteht. Ohne zureichenden Grund. Aber es entsteht ja gar nichts im Panpsychismus. Die psychischen Eigenschaften kommen der Materie immer schon zu. Es muss also gar nicht erklärt werden, wie sie entstehen, weil sie gar nicht entstehen, sondern immer schon da sind. Also, mit all diesen vier Prämissen ist der Panpsychismus vereinbar, als wohlgemerkt einzige von den möglichen Lösungen des Leib-Seele-Problems. Also, der Panpsychismus löst das Leib-Seele-Problem. Andererseits bricht Nagel jetzt auch nicht gerade in Jubel aus. Er schreibt dann nämlich, ich glaube also, dass der Panpsychismus dem heutigen Katalog von inkompatiblen und hoffnungslos inakzeptablen Lösungen des psychophysischen Problems hinzuzufügen wäre. Das klingt jetzt nicht so, als würde er wirklich glauben, dass der Panpsychismus eine Lösung für das Problem ist. Sonst würde er nicht von hoffnungslos, inakzeptabel und inkompatibel sprechen. Vielleicht ist das eher der Versuch, die Herangehensweise an das Problem an sich ad absurdum zu führen. Also Nagel scheint jetzt nicht ernsthaft die These des Panpsychismus unterschreiben zu wollen. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Könnte man dieser Konsequenz ausweichen? Also könnte man irgendeinen Weg finden, sich nicht in diese Ecke gedrängt zu fühlen, dass man den Panpsychismus akzeptieren muss? Nun, die einzige Möglichkeit ist natürlich zu zeigen, dass eine der Prämissen, der vier Prämissen, verkehrt ist. Aber kann man irgendeine dieser vier Prämissen sinnvollerweise bestreiten? Gehen wir sie mal der Reihe nach durch und prüfen. Also, was passiert, wenn man Prämisse 1 ablehnt, die materialistische Prämisse? Nun, ganz klar, dann landet man mitten im Dualismus. Also dann müssen Sie behaupten, dass es neben der Materie noch irgendeine Form von psychischer Substanz gibt, der Träger von psychischen Eigenschaften ist. Und dann, ja, da sind wir im klassischen Territorium der Philosophie des Geistes, dann stellt sich das uralte Problem, das jede dualistische Theorie hat, wie interagieren denn die beiden Substanzen? Das fängt schon, ich war bei Descartes, kennen Sie das schon, da geht es schon los mit der Frage, wie machen die beiden Substanzen das, dass sie miteinander interagieren? Wie kann der Gedanke, ich möchte mich jetzt an der Nase kratzen, dazu führen, dass mein Arm sich bewegt und meine Finger an der Nase anfangen zu kratzen? Ja, wie geht das eigentlich? Also wie kann etwas rein psychisches ein physisches Ereignis verursachen? Tja, eine Möglichkeit wäre zu sagen, sie interagieren gar nicht. Das ist bloß eine Form von Korrelation. Bei Leibniz finden Sie so diese Idee von der prästabilierten Harmonie zwischen der physischen und der psychischen Welt. Das heißt, der Körper und die Seele interagieren gar nicht wirklich miteinander. Es gibt nur eine Korrelation, dass das eine Ereignis, der Gedanke, und das andere Ereignis, die körperliche Bewegung, immer miteinander in Korrelation stehen, so wie bei zwei Uhren, die exakt gleich laufen. Also wenn die eine Uhr 12 Uhr zeigt und die andere Uhr 12 Uhr zeigt, ist das nicht, weil es eine kausale Wechselwirkung zwischen den beiden Uhren gibt, sondern weil die von vornherein parallel laufen.
Das wäre eine ziemlich sonderbare Sache, wenn es sowas geben könnte. Und man sollte sich fragen, wie um alles in der Welt ist das denn zustande gekommen? Leibniz löst das Problem elegant, indem er dem lieben Gott die Verantwortung dafür zuschiebt und sagt, naja, der hat das halt bei der Schöpfung so eingerichtet in seiner grenzenlosen Weisheit. Aber ja, dieser Weg ist natürlich für Nägel und für die meisten in der modernen Philosophie nicht offen. Das heißt, wenn es nur eine Korrelation wäre, dann wäre das eine ziemlich rätselhafte Korrelation. Könnte man stattdessen vielleicht sagen, naja, vielleicht verursachen die körperlichen Zustände psychische Zustände. Also wenn ich mir den Zeh stoße, ist das ein physisches Ereignis und dann fühle ich Schmerz. Das heißt, dieses physische Ereignis löst einen psychischen Zustand der Schmerzempfindung aus. Bloß, naja, dann habe ich doch gesagt, jetzt hat wieder der Körper psychische Zustände. Denn der Körper ja, muss ja irgendwie in Verbindung, in kausale Verbindung treten können mit diesem psychischen Ereignis. Wozu brauche ich denn dann die besondere Substanz? Also die scheint irgendwie überflüssig geworden zu sein. Genauso, wenn ich es andersrum versuche. Genauso, wenn ich versuche zu sagen, es ist eine immaterielle Seele vorhanden. Und diese immaterielle Seele ist der Träger der psychischen Eigenschaften. Wie gesagt, abgesehen davon, dass so immaterielle Seelen an sich ein ziemlich problematisches Konzept sind, muss ja auch diese Seele dann vom Körper beeinflussbar sein. Also muss sie irgendeine Verbindung in den Bereich des Physischen haben. Aber wenn sie das hat, wenn die immaterielle Seele eine Verbindung zum Bereich des Physischen hat, dann muss sie selbst physische Eigenschaften haben in irgendeiner Form. Und dasselbe Problem wie eben stellt sich nur halt eben jetzt andersrum. Wie kann denn etwas Immaterielles physische Eigenschaften haben? Ist auch überhaupt nicht klar. Also die Optionen, diese Prämisse Nummer 1 zu bestreiten, sind allesamt nicht besonders überzeugend. Wie sieht es aus mit Prämisse Nummer 2, der Reduktionismus? Was passiert, wenn wir den ablehnen? Entschuldigung, der Antireduktionismus, das heißt, wenn wir den Reduktionismus annehmen. So ist es korrekt formuliert, Entschuldigung. Ja, das ist eigentlich der Standard in der zeitgenössischen Philosophie. Und Nägel ist da eher so auf dem Außenseiterposten, wenn er sagt, dass der Reduktionismus nicht funktioniert. Die allermeisten Philosophinnen und Philosophen in diesem Feld im 21. Jahrhundert würden sagen, irgendeine Form von Reduktionismus muss korrekt sein. Man weiß zwar nicht so genau, welche und wie das gehen soll, aber prinzipiell gehen die davon aus, jawohl, der Reduktionismus ist korrekt. Bleibt natürlich das von Nägel so oft angesprochene Problem der Unvollständigkeit einer reduktionistischen Analyse. Also, wenn das aber nicht funktioniert, wenn dieser Reduktionismus unvollständig bleibt, warum sollte man ihn überhaupt annehmen? Nägel sagt, naja, das machen man halt eben deswegen, weil es das Leib-Seele-Problem löst. Also wir hätten es hier mit einer kompletten Ad-Hoc-Lösung zu tun. Man führt diese reduktionistische Theorie ein, einzig und allein deswegen, um das Leib-Seele-Problem zu lösen, auch wenn unabhängig davon, unabhängig vom Leib-Seele-Problem, eigentlich nichts für den Reduktionismus spricht. Und nun Prämisse 3, also Prämisse 2, die meisten lehnen sie gar nicht ab. Das heißt, die meisten lehnen Nägels Prämisse ab und Reduktionismus nicht. Ist die Frage, ob sie mit Nägel mitgehen wollen. Wie ist es mit Prämisse Nummer 3? Was passiert, wenn man die ablehnt? Also wenn man den Realismus ablehnt? Nägel sagt, ja, im Prinzip ist das die aussichtsreichste Position, aber wir bräuchten eine gute Alternative zum Realismus. Beim letzten Mal haben wir schon darüber gesprochen, warum das irgendwie schwierig ist. Der Eliminativismus geht nicht, dass man sagt, psychische Zustände sind gar nicht real, weil das einfach in sich ziemlich absurd ist. Die immaterielle Seele, die der Träger der psychischen Eigenschaften ist, anstatt der Organismus, das ist auch problematisch, haben wir eben schon darüber geredet. Ja, was bleibt denn dann eigentlich? Und solange wir auf diese Frage, was bleibt denn dann eigentlich, keine gute Antwort haben, solange müssen wir wohl am Realismus festhalten. Also auch Prämisse 3 abzulehnen ist nicht besonders aussichtsreich. Und schließlich Prämisse 4, könnte man die sinnvollerweise bestreiten? Naja, wir hatten beim letzten Mal auch darüber schon so ein bisschen geredet, das könnte man machen, nur müsste man dann eben so eine Hume'sche Auffassung von Kausalität vertreten, dass man sagt, es gibt eben nur eine Korrelation zwischen den psychischen Zuständen und den physischen Zuständen. Also ich verletze mich an meinem großen Zeh und ich spüre einen Schmerz, aber es gibt keine kausale notwendige Verbindung zwischen dem, was in meinem Zeh passiert und dem Schmerz, den ich empfinde. Das ist einfach nur so eine Art statistischer Zusammenhang, dass man sagen kann, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99% oder so etwas tritt immer dann ein Schmerzereignis auf, wenn dem ein Verletzungsereignis im Körper vorausgegangen ist. Aber es gibt keinerlei notwendigen Kausalzusammenhang zwischen den beiden. Im Prinzip würde das heißen, wenn man diese Hume'sche Analyse vertritt, dass man sagt, es gibt gar keine Erklärung für die Existenz des Psychischen.
Denn es ist einfach nur eine Korrelation, eine gleichförmige Beobachtung, aber einen Grund dafür, warum das so ist, den gibt es nicht, den kann man gar nicht angeben. Ja, dann könnte man aber eigentlich auch gleich sagen, ja, dass es psychische Zustände und physische Zustände gibt, die miteinander korrelieren. Das ist ein unlösbares Mysterium oder ein Wunder. Und das ist eigentlich auch nicht sonderlich überzeugend. Also auch Prämisse 4 lässt sich nicht besonders gut bestreiten. Also Konsequenz, Panpsychismus. Oder doch nicht, denn Nagel wirkt ja auch irgendwie ein bisschen skeptisch gegen Ende seines Aufsatzes. Er schreibt dann, es fällt schwer, sich vorzustellen, wie eine Kette erklärender Schlüsse ausgehend von den psychischen Zuständen ganzer Lebewesen jemals auf die protopsychischen Eigenschaften lebloser Materieteilchen zurückführen könnte. Wir müssten uns ja jetzt vorstellen, wenn wir tatsächlich so eine Art Panpsychismus annehmen, dass es nicht nur Materieatome gibt und dass komplexe Gegenstände nicht nur aus materiellen kleinsten Bestandteilen zusammengesetzt sind, sondern wir müssten auch annehmen, dass es so etwas wie psychische Atome gibt. Also das wären dann diese protopsychischen Eigenschaften, von denen Nagel spricht. Das Bewusstsein eines Lebewesens wäre dann so etwas, ja, im Psychischen das Analogon zu seinem Körper, also eine komplexe Organisation dieser psychischen Atome. Mein Körper ist eine komplexe Organisation von Materieatomen, die auf bestimmte Art und Weise miteinander verbunden sind und miteinander interagieren. Und genau so müsste man dann für den Panpsychismus sagen, sind meine mentalen Zustände eine komplexe Organisation einzelner psychischer Atome, die auf eine sehr schwierige und diffizile Weise miteinander zusammengesetzt sind und miteinander interagieren. Bloß, was um alles in der Welt soll das heißen? Ist das überhaupt verständlich, wie ein Bewusstsein zusammengesetzt sein sollte aus kleineren Bestandteilen? Wie kann denn ein Bewusstsein, also eine einzige einheitliche subjektive Perspektive, zusammengesetzt sein? Man kann ja das Bewusstsein schlecht in kleinere Bestandteile zerlegen oder vielleicht doch, also zumindest wäre das eine ziemlich offene Frage für den Panpsychismus, wie das funktionieren soll. Also was sind diese protopsychischen Eigenschaften und wie können daraus echte psychische Eigenschaften werden? Solche Eigenschaften, also diese protopsychischen Eigenschaften, die müssten ja universal sein. Das heißt, sie dürften nicht an die Spezies, überhaupt an die Art von Materie gebunden sein. Also dieselbe Materie macht unterschiedliche psychische Zustände aus. Also ich habe andere psychische Zustände als ein Hühnchen und das Hühnchen hat auch andere psychische Zustände als vielleicht eine Pflanze, wenn die überhaupt psychische Zustände hat. Für den Panpsychismus, klar, müsste sie das haben. Auf der materiellen Ebene funktioniert das ganz gut. Also wir verstehen dank der organischen Chemie relativ gut, wie es sein kann, dass die gleiche Materie sowohl das Getreidekorn als auch den Körper des Hühnchens, als auch den Körper eines Menschen ausmachen kann. Also wir verstehen, wie die gleiche Materie ganz unterschiedliche Organismen bilden kann. Für das Psychische müssten wir uns was genau Ähnliches vorstellen können. Also wie irgendwelche psychischen Atome, die einerseits in den Pflanzen, in den Tieren, in den Menschen drin sind, wie die komplexe, einheitliche Bewusstseine erzeugen. Und für das Psychische ist das zumindest aktuell vollkommen unvorstellbar, wie das eigentlich funktionieren sollte. Aber wieder einmal, das ist ein Punkt, auf dem Nagel sehr oft herumreitet und den ich auch hier im Seminar des Öfteren mal angebracht habe, dass wir es nicht erklären können oder es uns nicht vorstellen können, heißt ja noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Nagel sagt dann auch sozusagen als Schlusswort in seinem Text, wir wissen so wenig darüber, wie Bewusstsein aus Materie entsteht, dass es geradezu dogmatisch wäre, davon auszugehen, dass nicht auch andere komplexe Systeme Bewusstsein haben. Ja, womöglich sogar Systeme von der Größe einer Galaxie. Und zwar infolge derselben fundamentalen Qualitäten aller Materie, die für uns Subjekte verantwortlich sind. Es könnte also, wenn der Panpsychismus recht hat, um uns herum nur so von Bewusstsein wimmeln, ohne dass wir jemals die Möglichkeit hätten, das festzustellen.